Annette Stahl, Guido Berger, ihr seid seit 50 Jahren zusammen als Berger und Stahl, Innenarchitektur, Architektur und Design. Ich würde gerne zuerst ein bisschen etwas über eure Anfänge hören. Mir ist aufgefallen, Annette, du bist aus Nordrhein-Westfalen, es grenzt jetzt nicht unbedingt gerade an Basel. Wie bist du dazu gekommen, auf Basel deine Ausbildung zu machen? Was ist so dein Werdegang? Also ich bin, das stimmt, in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen in einem sehr schönen Dorf mit historischer Bausubstanz und da fing eigentlich mein Interesse an für Gestaltung, Architektur. Und ich war sehr früh verheiratet. Nach dem Abitur habe ich ziemlich schnell geheiratet. Und mein Mann war an der Universität in Münster. Und da gab es diesen Zusatz IAG. Das heißt, Leute, die nach dem Krieg, das war ja noch nicht lange nach dem Krieg, als ich 20 Jahre alt war, die mussten ins Ausland oder die wollten ins Ausland. Und dann hat mein Mann und ich, wir haben uns dann überlegt, wo ist es am spannendsten? Und dann haben wir Amerika und die Schweiz überlegt. Und wir haben dann gefunden, oh, die Schweiz, das war damals in Deutschland das gelobte Land. Ne? Und die waren auch wissenschaftlich viel weiter als die Deutschen damals noch. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals war das die Adresse. Und dann ist mein Mann nach Zürich gegangen, an die Uni. Und ich habe dann untersucht, Zürich oder Basel, um weiter zu studieren. Ich hatte in Münster an der Werkkunstschule schon angefangen. Und damals war das so, dass ich in Zürich den Vorkurs nochmal hätte machen müssen. Und in Basel, da bin ich dann mit meiner Mappe zu Lotti Hernandez-Mohr damals. Und die war so toll und hat gesagt, ja, du kannst beim dritten Semester weitermachen. Also ich konnte gerade die Ausbildung weitermachen. Und für mich war einfach dieses Basel wirklich eine ganz tolle Geschichte. Ne? Die Ausbildung hat mich unglaublich interessiert. Die war wirklich spannend für mich damals. Und dieses Gebäude, das kennt ihr wahrscheinlich, ne? Hermann Bauer, das ist ja also eindrücklich mit dieser Maurerhalle, mit dieser Skulptur im Hof. Also ich war richtig glücklich, dass ich das machen konnte. Sehr schön. Ja. Und bei dir, Guido, du kommst ja glaube ich aus dem anderen Ecken der Schweiz. Was hat die denn noch? Oder was war deine Motivation für die Architektur, Innenarchitektur? Ja. Ich habe in Chur die Lehre gemacht, dreijährige Lehre als Hochbauzeichner. Mhm. Und dann noch zwei Jahre weitergeschafft im gleichen Architekturbüro. Das war das grösste Architekturbüro in Chur. Wer ist das gewesen? Domenico und Domenico. Jetzt lachen wir ein bisschen. Ich habe mich dann eigentlich nach diesen zwei Jahren nicht mehr so wohlgefühlt in dem grossen Büro. Und für mich ist es dann eigentlich klar gewesen, dass ich eine Weiterbildung mache. Und dann ist das eigentlich auch fast, ich hatte einfach die Freude gehabt an Detail, an Planung, an Materialien, an Farben. Und das ist eigentlich in dem grossen Büro ist das gar nicht. Das ist so wie ein Architekt, der hat ja für den aufgehört. Es ist irgendwo gebaut worden und was denn weiter geht. Eben, und auf das aber hast du gefunden, richtig Innenarchitektur. Ja, das war ja eigentlich die Wahl Zürich oder Basel. Die meisten Bündner, wie ich vorher schon gesagt habe, sind immer nach Zürich, oder? Mhm. Sind wir schnell wieder heim können. Kürzeste Zeit. Hast du von der Innenarchitektur auch Vorbilder gehabt? Also hast du oder an der Schule nehmen, wo dir etwas gesagt hat, so, das finde ich cool oder die Richtung gefällt mir? Also an der Schule ist das eigentlich mit dem Vorbild eigentlich erst passiert. Mhm. An der Schule.
Und zwar war das im zweiten Jahr, das war 1968. Da sind wir mit dem damaligen Leiter nach Turin, da hat es Eurodomus. Eurodomus, das war in einem riesen Pavio-Ausstellungsgelände. Und da sind einfach sämtliche italienische Möbelfirmen haben dort ausgestellt. Das ist für mich beeindruckend gewesen. Und dann nachher auch einen Tag in Mailand selber. Dann haben wir verschiedene Sachen angeschaut. Also sind wir auf dem Joe Bondi, auf dem fantastischen Hochhaus, oder? Gerade neben dem Bahnhof. Ja. Dann zum Beispiel ein Schuhladen. Mario Valentino vom Joe Colombo. Und das Joe Colombo, das sind meine Vorbilder geworden, eigentlich so, oder? Joe Colombo hat den Schuhladen, wenn ich es noch nach 15, ja, so viele Jahre noch irgendwie in Erinnerung habe, war einfach ein Schaufenster, das irgendwie so hoch war. Und hat irgendwie so Kubusse gehabt, einfach so wie ein Streifen. Am Schaufenster oben und unten hat man nichts anderes gesehen als den Streifen. Und so wie so Kästen. Und in jedem Kasten ist einfach, sind zwei Schuhe drin. So wie Schmuckstück. Und das war so neu eigentlich gewesen, für mich, oder? Und das ist auch ein Vorbild geworden. Und ein weiteres Vorbild ist natürlich vom Design her der Achille Castiglione oder die Gebrüder Castiglione. Also dann bist du so richtig als Bündner so ein bisschen nach Italien geschwappt. Ja. Wie war denn bei dir, Annette? Ja, das Interessante war, dass wir, als wir dann hier in Basel waren, wir wollten ja eigentlich zurück, mein Mann und ich, und nur die Ausbildung machen. Und dann hat uns das so gut gefallen hier, allein die Situation mit den drei Länderecken und die Nähe zu Italien. Und dann haben wir eigentlich auch eine Liebe zu Italien entwickelt. Und das hat so gut gepasst. Wir haben dann das erste Haus, was wir uns gekauft haben, war in Italien. Und Guido hat kurz darauf nebenan auch eins gekauft. Das war das ehemalige Haus von Henry, also von der Tochter von Henry Moore. Und dadurch hat sich eigentlich, waren wir ganz stark auf Italien ausgerichtet. Ne? Ich weiß noch, als ich bei meinem Haus anfing, stand ich mit dem Lexikon im Haus und habe dann die Bauführung gemacht, musste jedes Wort nachschlagen und habe dann in so einem Schnellkurs Italienisch gelernt. Und wir waren einfach, also für mich jetzt, Westfalen, Schweiz, Italien, das waren drei wunderbare, sehr unterschiedliche, wenn man genau hinschaut, sehr unterschiedliche Kulturen. Ne? Und das war einfach riesig, die Freude an dieser Situation. Also wenn man so ein bisschen auf eures Portfolio schaut, merkt man, eben es fängt an mit so Umbauten, Erweiterungen von bestehende Bauten, also Bauen innerhalb vom Bestand. Das ist unser Thema, bis heute. Genau. Und das ist Italien, und dann hat es aber doch noch ein paar Projekte in Deutschland, stimmt das? Ja, das ist das, was Guido vorhin erzählt hat. Wir hatten, das war das Schöne bei unseren Arbeiten, wir hatten immer Stränge von Projekten. Es kam ein Bauherr, also wenn wir jetzt vom Umbau sprechen, der hatte dann diesen Wettbewerb Schöner Wohnen gesehen in der Zeitschrift und kam dann, wollte sich das anschauen. Und für den haben wir dann das Feenhaus, also ein Feenhaus im Schwarzwald umgebaut. Und dann kam der in einer Tour mit neuen Projekten, mit seinem Wohnhaus, was er umbauen wollte. Dann wurde das zu klein, weil er drei Kinder hatte. Dann ein größeres Haus. Dann später wurde das größere Haus umgebaut für
zwei Familien, weil sein Sohn mit einziehen wollte. Und zwischendurch haben wir alle seine beruflichen Bauten auch noch gemacht. Wir haben dann Bürogebäude in Brüssel gehabt, in Genf war eins. Und mit ihm haben wir zum Beispiel auch diese berühmte Gartenbank in Freiburg produziert. Wir haben es nicht produziert, entworfen, als der Papst kam. Da haben wir eine große Wiesenfläche da aufgebaut und mit diesen Bänken dann die ganzen Leute untergebracht. Also die gute Verbindung zum Bauherr ist eigentlich so ein bisschen sah und so. Ja, das ist eine Riesenfreude in diesem Job, wenn man länger mit den Leuten arbeitet, das wären alles Freunde. Ne, der hat mich jetzt vor kurzem noch angerufen und hat gesagt, oh, wie viel haben wir jetzt? 9 erst. Wir müssen doch das Dutzend noch voll machen. Das Dutzend an gemeinsamen Projekten. Jetzt, es ist immer schwierig, so ein bisschen, in so einem grossen Werk über so viele Jahre einen Schwerpunkt zu finden. Ich, es ist einerseits die Architektur, eben der Umbau, es ist die Innenarchitektur, sehr viele Praxen habe ich gefunden, aber es ist auch das Design. Jetzt, vielleicht bei euch, was würdet ihr sagen, ist euer beruflicher Schwerpunkt? Gibt es das? Ich glaube nicht, dass wir einen Schwerpunkt haben. Also das Spannende war ja bei uns eigentlich dieses Überschneiden. Ne? Das Arbeiten im Bau dann zu Produkten geführt hat. Ja, also wir können nicht, ich will sagen, wir können, also wir sind irgendwie, ich will fast, wir haben nie nicht richtig zuzuordnen. Aber vielleicht ist ja auch gerade das Spezielle, so dass das Universelle, also es ist nicht, dass ihr nur sagt, wir machen nur das und das, sondern das eine ergibt das Nächste. Aber ich will jetzt doch noch mal ein bisschen drauf herumreiten. Ein Hauptwerk. Wenn ihr müsst, also, zwei oder drei Sachen nehmen. Ja, wir haben ja jetzt gesagt, also wir haben wirklich drei Sachen, die sehr, sehr wichtig waren. Ne? Das war der Gartenstuhl, dann das Waschmobil und dann Xinox, die drei Sachen. Gut, dann würden wir vielleicht ein bisschen, wie ist denn dazu gekommen? Also zum Beispiel, wir sitzen ja auf diesen Gartenstühlen. Was ist da Geschichte dazu? Soll ich erzählen? Ja. Es kam ein befreundeter Architekt und der fragte uns, ob wir nicht die Möblierung für die Gartenwirtschaft Kunsthalle machen könnten. Also wir sollten eigentlich aus dem Handel etwas aussuchen, eine Bestuhlung. Und das ist ja wirklich die schönste Gartenwirtschaft hier in Basel. Und damals waren wir so unternehmungslustig, dass wir gesagt haben, oh, am Markt etwas, wo man wirklich sagt, das ist jetzt genau das Richtige für die Kunsthalle, haben wir nicht gefunden. Wann ist das etwa gewesen, grosso modo? Ja, vor der Grün 80. Also Ende 70er Jahre, Mitte 70er Jahre. Ja, so. Und dann sind wir angefangen und haben dieses Untergestell entwickelt mit einer Form, aus Polyester, wie den Körper nachbildet und mit einer möglichst kleinen Form, dass wir selber, wir haben es ja selber produziert. Das war völlig verrückt damals, ne? Mit einer kleinen Form, und diese kleine Form konnte man addieren auf einem Untergestell. Und durch diese Ritzen, die entstanden, läuft das Wasser ab, ne, wenn sie draußen stehen. Es ist gut hinterlüftet im Sommer, wenn es heiß wird. Und durch eine Verlängerung dieser Tragrohre kann man Bänke machen. Man kann da konnte da unheimlich gut mitspielen. Das Addieren von der Lamelle. Genau. Ja. Wir haben zum Beispiel auch das Ding vorgeschlagen, natürlich Eames oder Polyesterschale. Und dann haben wir die aber wieder draußen haben, wo wir einfach drei Löcher in der Mitte bohren, dass das Wasser abläuft. Genau. Da sind wir dann so umgegangen. Ja, und dann war eigentlich auch noch schön, es wurde so individuell. Wir haben dann Kunsthalle einstanzen lassen, na, sodass das wirklich ein Stuhl für die Kunsthalle war, in Blattgrün, ne, dass es sich in die Umgebung da einfügt. Und die haben das waren damals
begeistert und haben das umgesetzt in der Kunsthalle. Und wir haben, wie viel war das? Ja, wir haben 120. 120 selber produziert. Ja. Ich bin noch in der Firma Horlacher, das ist die Firma, die in Möhlin Polyester verarbeitet, mhm. also wo Fensterrämen für die SBB-Züge und weiß ich nicht was alles macht. Mhm. Und ich bin da und habe noch handlaminiert mhm. und ausgesagt und so, weil wir haben ja nur eine einfache Form, das hat ja nicht, ja, nicht, also nicht einfach kosten, wir haben einfach versucht, nicht dass es viel überhaupt möglich genau, ist, genau. nach unseren Möglichkeiten. Mhm. Ja, also wir, mhm. ja. Ja, wenn wir dann einen Prototyp hatten, ja. habe ich den im Eidgenössischen Kunststipendium. Ja, da, genau. Und das läuft drauf unter meinem Namen, weil Annette als Deutsche dort ja nicht mitmachen können. Das ist Diskriminierung, die du ja noch als Frage auch noch irgendwann hast. Genau, genau. Kommt was sind Schwierigkeiten? Kommt das noch? Und das ist nehmen wir dran. Als einer von der ich weiß, ich habe das nachgelesen, dann hat es einfach sehr viele Fotografen gehabt, hauptsächlich aber für Innenarchitektur oder Design hat praktisch niemand, das ist 1977, niemand mitgemacht. Mhm. Ja, wir haben dann 5000 Franken bekommen. Das hat geklappt und das Schönste war anschließend, da haben wir das, die Unterlagen nach Amerika geschickt, nach San Diego. Und haben da in einem internationalen Wettbewerb eine Auszeichnung. Das war ein reiner Stuhlwettbewerb, international, ich glaube 600 Einsendungen. Ne? Und da haben wir gewonnen. Und das war natürlich eine sehr gute Hilfe, um anschließend weiterzumachen. Da kamen nämlich die Grün 80 Leute. Und ich weiß gar nicht, wurden da mehr Stühle vorgestellt oder haben die direkt unseren gewonnen? Nein, direkt diese. Ah, die wollten dann unseren. Ja, auf jeden Fall war das natürlich eine ganz tolle Sache für uns. Das ist ja die größte Gartenlandschaftsausstellung und überall der herrliche Gartenstuhl, ne? Als Stuhl und als Bänke. Und die Herstellung hat dann Stoltiroflex übernommen, weil wir am Ende mit unserer Produktion da und die haben das dann weiterentwickelt. Also die, wo ich jetzt hier, wo wir drauf sitzen, das ist jetzt Innenbereich. Ne? Diese Grünen da, das war für ursprünglich für außen gedacht und innen weiß und schwarz und hier hat es dann auch noch in unterschiedlichen Farben gegeben. Man kann da ja alles mitmachen mit dem Addieren. Ne? Man könnte sogar bunte machen, wie man will. Also das war einer unserer ersten schönen Stränge, Projektstränge. Gibt es auch Sachen, wo Sie nie gemacht hätten oder wo Sie das Gefühl haben, also das hätte uns jetzt nicht interessiert? Ja. Ja. Das weißt du am besten wieder. Was mich nicht interessiert, das sind eigentlich oder sind so reine Möblierungen oder so Wohn- und Wohnraumgestaltungen. Das Möbel ist ja auswählen und Möbel umschieben und Vorhänge. Das ist eigentlich noch das, was der Innenarchitekt gerne damit ein bisschen apostrophiert worden ist. Der, der am Schluss genau. kommt und sagt, grüne Vorhänge, gelbe Stühle, blauer Teppich. Es war ja bei uns auch so, wir haben viel für Privatleute gearbeitet. Mhm, ne? Und wenn wir dann umgebaut und gemacht haben, das ist eigentlich immer so gewesen, war auch, fand ich auch, wollten wir eigentlich auch unterstützen, dass dann die meistens die Frauen auch selber ihren Beitrag machen wollen. Ne? Also die wollten sich nicht einrichten lassen von oben bis unten von Innenarchitekten, sondern die haben dann selber geguckt, entweder was haben sie und wie wollen sie das weiter nutzen oder manche haben sich dann einen schönen neuen Tisch gekauft und solche Sachen. Also das war eigentlich auch gut, dass da ein Bereich war, dass die unsere Bauern sich identifizieren, also noch stärker identifizieren mit ihren Häusern und Umgebung. Wenn Sie jetzt zurückdenken, gibt es ein Projekt, das Sie gern gemacht hätten und es hat nicht geklappt?
Ja, ein Thema gibt es vielleicht, das haben wir uns jetzt auch überlegt bei dieser Geschichte. Wir sind sehr, sehr stark im Privatbereich gewesen. Immer schöne Familienhäuser, also ist eigentlich auch wunderbar. Man kann die ja hoffentlich glücklich machen dadurch. Aber was mich in letzter Zeit vor allen Dingen interessiert hat, wären neue Wohnformen. Ne? All diese großen Privathäuser einerseits, andererseits sind ja sehr viele, man weiß das ja, sehr viele Wohnungen mit einer Person belegt und man weiß, dass auch sehr viele einsam sind. Ne? Und da neue Angebote, das Thema gibt es ja schon, aber wir haben uns da eigentlich wenig mit beschäftigt. Wir hatten einfach solche Aufträge nicht. Aber das ist etwas, was mich wirklich interessieren würde. Wie ist das? Also wenn man im Privathaus lebt, ich liebe es, wenn ich in meine Räume reinlaufe und nichts stört mich ästhetisch. Ne? Dass das Licht stimmt. Also es ist eigentlich auf dich zugeschnitten, ne? So wie du das gerne hättest. Und das so hinkriegen, dass das in der Gemeinschaft funktioniert. Das wäre wirklich ein Thema. Und ich habe jetzt das von, wie heißt das, diese Wohnbau von der Schweiz. Das ist ein ganz tolles Buch, wo die genau untersuchen, wie viel Platz man eigentlich mindestens braucht. Und die wollen ja, dass man nicht zu viel verbraucht. Das ist ja auch aktuell. Ne? Und irgendwie auf dieser Basis, das würde mich interessieren, wie kann man das hinkriegen, dass das wirklich schön ist. Also man kennt ja WG, sagen, alles ist ja schrecklich, alles immer dreckig, hat man die schmutzigen Küchen und ich weiß nicht was alles. Aber das so, dass es wirklich ein Vorteil ist gegenüber einem Privathaus, wo du, also mindestens dann, wenn du allein da dran sitzt. Mhm. Genau. Ja, also genau. Das ist ein Thema, was ich enorm spannend finde. Wie könnte man das machen? Was sind denn so, jetzt ist noch eine andere Frage, wie schafft man im Team? Zwei unterschiedliche Personen, unterschiedliches Geschlecht, die eine vom Norden, der andere eher vom Süden. Wie habt ihr euch organisiert? Perfekt. Also so. Durch den Unterschied. Also hat jeder bei euch eine Rolle gehabt oder hat sich das immer wieder abgewechselt? Nein, das geht auch, dass Diskussionen und Streit und ja, kann man fast sagen. Erst machen wir gräßig. Nein, das ist. Ja, sag du mal, das ist gut. Ja, möchte ich auch mal hören, aber. Nein, wir haben uns einfach in unserer Unterschiedlichkeit ergänzt. Wer hat denn welchen Schwerpunkt oder welche Eigenschaft, Charakteristika? Bist du eher der Verhandler oder der Macher? Bist du die Strategin oder wie muss ich mir das vorstellen? Also ich habe das Gefühl, wenn wir was aus... Also eigentlich, das ist genauso wie in den Themen. Ne, wir haben uns immer in jedes Thema ja neu reingearbeitet. Und das ist auch das Spannende gewesen. Wir haben nie irgendwie, oh, das machen wir so wie in der obersten Schublade. Ja. Ne? Und dadurch hat sich eigentlich auch die Zuständigkeit entsprechend entwickelt, aber strategisch, also ein bisschen so nach vorne gearbeitet, habe ich wahrscheinlich tendenziell mehr, aber Guido, der kommt dann immer aus dem Hintergrund und sagt, jetzt guck mal hier. Ne? Also das war eigentlich, absolut befruchtend. Mhm, befruchtend und ergänzend. Durch die Unterschiede auch. Ne? Sehr schnell will ich gerade, ich will es gerade anlangen und so, und ich will es gerade umsetzen, gerade in einem Modell und gerade so. Ja, ja. Er kommt dann immer schon mit Beispielen. Ne? Ich habe dann irgendwelche Konzepte und er hat dann schon das Material. Haben wir auch Projekt allein gemacht? Und es ist immer zusammen gewesen? Eigentlich fast immer zusammen. Ne? Ja, immer. Ja. Also das heißt, wir haben ja unsere eigenen Häuser. Das war ja das Schöne. Wir konnten auch unsere eigenen Häuser immer bauen.
während dieser Zeit. Aber da haben wir auch große, habe ich immer gesagt, Ido, guck mal, was meinst du? Na? Also. Oder du mit deinem Tisch für Mengoni. Na? Das hat er auch hier, guck mal, wie findest du das? Ja, ja, das ist immer, es ist einfach so viel, wenn wir also mehrere Projekte haben, gleichzeitig, dann ist einfach, entweder da nicht, oder ich, eigentlich ja. zuständig ansprechbar. Ja, also, ja, genau, ja, ja, ja. Und dann hat der andere eigentlich zugeschaut. Zugeschaut, ja, genau. Und das ja. immer so. Oder? Mm. Ja, ja, ja. Also man, ja, es geht gar nicht anders, oder? Und innerhalb vom Team, innerhalb von welche sind denn so ein bisschen die grössten Herausforderungen gewesen, oder? Mit was habt ihr am meisten zu kämpfen gehabt? Ja, das ist dein Thema, das war bei McLean. Das ist ja auch eine wahnsinnig spannende Sache gewesen. Das ist der längste Strang, den wir hatten, mit ersten Beratung für Laufen. Genau, von vorne an. Keramiklaufen hat gefunden, öffentliche WC auf der Bahnhöfe sind ein Graus. Ja, zu Recht. Ja. Also wenn man gesehen hat, was in der Hauptstadt der Schweiz für, als Begrüßung für ein WC gewartet hat, wenn man da aus ankommt mit dem Zug, das war wirklich unter aller Kritik. Und das war ein echtes Thema. Und Laufen hat das angestoßen und wie ist denn gegangen? Ist das ein Wettbewerb gewesen? Sind sie direkt an euch gekommen oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, Laufen ist ja nicht direkt zu uns gekommen. Das heisst, wir haben vorher, vor McLean, haben wir für Laufen, als erstens haben wir für, ja, muss ich anders sagen, wir haben für ein Fotostudio, wo für Laufen die Prospekt, Aufnahme für Prospekt gemacht hat, für die neue Keramikplattenserie. Also ganz haben wir eine Fotoregie gemacht. Ne? Oder? Das kann man sagen, Fotoregie. Also mit der Szenografie. Das ist ein neues Thema für einen Architekten. Ja, und hat das aufgebaut in einem 1:1. Und das ist dann und aus dem raus, mit der, und das ist über ein paar Jahre, ich weiß nicht, wie lange, ist das eigentlich ein regelmäßiger Auftrag gewesen, oder? Und dann ist Produktmanager, die gesucht haben bei Laufen eigentlich ein neues, sie haben wollen diversifizieren, ja. Laufen. Also haben sie einen neuen Geschäftsbereich gesucht und der Produktmanager oder die beiden haben dann die Idee gehabt, für die öffentlichen WC anzugehen. Das war natürlich auch immer der Hintergedanke, dass, oder der Hintergedanke, dass einfach laufen dann die keramischen Platten und dann die keramischen Apparate liefert. Und, ja. Und die sind einfach durch das, dass wir so eine über die Jahre eine Zusammenarbeit haben, auf uns zugekommen und haben uns angefragt, ob wir das Konzept könnten, respektive das umsetzen, gestalterisch umsetzen, die Idee. Also die haben eine Umfrage Wetze. Gemacht, das war ja sie richtig, haben auch natürlich, ne? Klar, die haben eine Marktumfrage gemacht und ja. Das war eine Riesenhilfe, ne? Was die Leute überhaupt erwarten in öffentlichen Anlagen, Hygieneanlagen haben wir es ja dann genannt, dass es ein bisschen besser klingt. Und was ist denn die grosse Neuerung gewesen? Oder was ist der Unterschied zu dem, was schon geht? Ja, also das, dieser Beschrieb, den wir bekommen haben von den Leuten, von den Missständen, der hat eigentlich geholfen. Die hatten alle Angst, die fanden es natürlich alles furchtbar dreckig, ne? Dass man da über diese Pfützen laufen muss. Diese Beschreibungen, die waren, das war nicht jetzt nicht nur Bern, das war ja überall so. Und dann haben wir ein Konzept gemacht und das könnte Guido wieder beschreiben. Da hat er nämlich hier den Grundriss. Das ist das erste,
das erste Hygienecenter in Bern gewesen. Ne? Nummer eins war Transparenz, ne? Ja. Die soziale Kontrolle, dass man nicht Angst haben muss, da steht jemand in irgendeiner Ecke und alles ist halb düster und ich bin hier alleine. Also hell, hygienisch, übersichtlich. Das übersichtlich und die Ansprechperson im Mittelpunkt, ne? Immer jeder. Ja, so, ich habe sechs Sätze gewürgen, aber das sagt eigentlich alles aus, oder? Das ist in der Mitte ist. So wie in der Rezeption. Rezeption, genau. Und nachher hat es einfach den Bereich Frauen, den Bereich Männer. Aber alles übersichtlich, aber ne? Transparent, man sieht da, und dann ist einfach ein bisschen geschützter ins Bissoir. Der Männer geschützter, von der Sicht geschützter. Aber sonst ist alles offen. Und dann ist bei diesen öffentlichen WC oder in den Bahnhöfen, also wir haben ja 13 Anlagen haben wir gemacht. Alle in der Schweiz? Nein, nein, und in Deutschland, in Luxemburg, Paris, West. Und die Auftraggeber sind dann die jeweiligen Bahnen gewesen, also die Deutsche Bahn, das, oder wie muss nein, ich das vorstellen? Ist, das ist McLean. Also McLean hat dann, eben das, McLean war zuerst eine Firma, die zu Keramiklaufen gehört hat. Mhm. Als wir anfingen. Ja. Ne? Ja. Ja. Und dann hat sich das aber mit der Zeit, ich habe vorhin gesagt, zuerst wollte ich laufen diversifizieren. Genau. Und nachher, nach ein paar Jahren hat es dann geheißen, wir wollen uns auf das Kerngeschäft konzentrieren. Und dann ist natürlich durch das ist dann McLean selbstständig geworden und ausgelöst worden. Und ja. Ihr habt also das Konzept gemacht und das ist gerade angekommen oder haben die Leute gefunden, ja, der Aufwand und der Platz nur für zum auf die Toilette zu gehen? Oder wie ist das einfach so angenommen worden? Oder haben wir da noch Hürden überwinden? Nee, das war die, haben wir schnell bewässern können. Ne? Ja. Und das war auch, muss also, ich sagen, das ist ein stimmiges Konzept. Ne? Wenn man weiß, was das für Probleme waren. Ne? Wir haben ja auch wirklich bis ins letzte Detail untersucht, wie muss das aussehen. An so einem Ort, dass es wirklich funktioniert. Kabinen zum Beispiel, so Banalitäten, mindestens eine Haken, eine Ablagefläche. Man kann, wenn man drin ist, möchte man nicht mit seinem Mantel die Wände putzen. Und all diese, die, was wir jetzt ganz normal finden, das war ja alles, gab es ja gar nicht. Ne? Und das haben wir wirklich bis ins Detail ganz sorgfältig untersucht. Es sind Visitenkarte der einzelnen Orte. Genau. Ne? Und das ist wie am Bau. Es gibt in einem Haus gibt es eigentlich in meinen Augen nichts Nebensächliches. Ne? Da muss eigentlich die Sorgfalt, die muss durchgehen von vorne bis hinten spürbar sein, in jedem Detail. Sonst braucht man uns eigentlich nicht. Ja, was noch zu erzählen ist zu deiner Ort, die sind ja alle immer im Keller. Und ich weiß jetzt nur eins, das ist am Hauptbahnhof Leipzig, sind wir mit dem McLean auf der ersten Ebene, also wo Gleis und Züge abfahren, das heißt, und nebendran, also, was heißt denn das? Shopping Mail heißt das ja heute so schön. Sind wir einfach dort dann, oder, mit dem McLean. Das ist der einzige Ort. Und die anderen sind alle im Keller. Und dann ist natürlich das auch für uns wichtig, Licht, oder? Dass man nicht das Gefühl hat, im Keller. Ja. Es ist düster und schmuddelig. Und, so. Ja, ja. Und haben dann auch immer so Rückwände von so Gängen oder so, sind dann einfach, das haben wir hinterleuchten mit Glasabschluss, dass man den Eindruck hat, man läuft gegen das Licht ins Freie, obwohl man im Keller ist. Obwohl man im Keller ist. Also Sachen, damals, was auch noch wichtig ist, damals war ja, konnte man ja beobachten, dass sich die Mobilität der Menschen verändert hat. Ne? Diese Anlagen, die wurden eigentlich immer wichtiger,
weil wir haben dann auch Duschen angeboten. Wir haben so Beautyplätze, wo man sich fertig machen kann. Das ist anders gewesen als früher, wo wenn man nicht viel reist, dann braucht man diese Orte nicht mehr. Genau. Also zunehmend war das eigentlich so. Habt ihr denn auch die Objekte entwickelt dort drinnen? Also, ich weiß auch nicht, Brünneli oder WC-Schüsseln oder Spiegelschränke oder was auch immer. Ist denn das, jetzt reden wir vom Konzept, also von der Idee, von der räumlichen Anordnung und sind es dann auch Produkte gewesen? Ja, wir haben ja da eigentlich da in dem auch schon, das fing mit dem Waschmobil, das war vorher die ganze Entwicklung, aber auch da haben wir eigentlich immer versucht, Räume und Produkte als Dienstleister zu denken. Ne? Also, dass wenn man sich einen Mantel aufhängt, dass das ein stummer Diener entgegennimmt. Ne? Und die ganzen Abläufe beim Waschbecken, dass das so angeordnet ist, dass es zureichend ist, jeweils von den Accessoires. Und da haben wir dann auch gefunden, also ein richtig perfektes System gibt es da nicht. Mhm. Und sind dann auch wieder angefangen und haben selber gemacht. Und zuallererst haben wir diese ganze Produktion für McLean mit der Firma Ringele hier in Basel selber aufgebaut, bis wir dann so weit waren und auf der Messe waren in Frankfurt, auf der ISA mit unseren Produkten. Und dann hat das die Firma Franke gesehen und sich interessiert. Und das ist ja ein Riesenunternehmen. Dann haben wir gefunden, ja, vielleicht ist es da besser aufgehoben als bei uns. Das wurde auch schon, ist ja aufwendig, so eine Geschichte. Ne? Ja. Ein anderer Strang noch. Das sind mehr so die Produktentwicklungen. Da fehlt mir noch etwas. Die Architektur. Ja, genau, genau. Also das große Glück bei uns war eben, wir haben dann immer unsere privaten Häuser und dann die für unsere Kunden. Und als mein Mann nach Lörrach gewählt wurde, mussten wir ja umziehen. Da konnten wir leider nicht mehr in Basel bleiben, was wir sehr, sehr bedauert haben. Aber wir sind dann in einen kleinen Ort, der gerade hinter der Grenze liegt, gezogen und haben dann auch ein historisches Gebäude mitten im Dorf von Eimeldingen gekauft. Und das war ein Umbau, den wir dann da gemacht haben, wo also das Gebäude, das ist im Denkmalbuch eingetragen, also im Äußeren, das ist ja immer die Diskussion, wie viel darf man da eingreifen und wie viel muss man respektieren. Da haben wir das praktisch sehr stark respektiert, weil das ja in einem Zusammenhang mit den anderen Häusern wichtig war. Aber im Innenbereich, da haben wir geöffnet, weil das für uns zu düster war, zu kleinteilige Räume. Und im ersten Stock haben wir dann ein Bad, also zwei Räume zusammengelegt, weil mein Mann, der war ja Mediziner und der hat oft Schlafenszeiten gehabt, wo er nicht gestört werden sollte, wo wir also die Schränke mit in das Bad integrieren wollten. Und da brauchten wir die Wände und dann fehlte einfach ein freistehender Waschtisch mitten im Raum. Und da ist unser Waschmobil, das ist das da, entstanden und damit haben wir ja dann enorm viel Publikationen gehabt. Das ist, ich glaube, so viel, wie das abgebildet wurde in allen Publikationen. Das war der erste freistehende Waschtisch am Markt. Den haben wir auch zuerst selber hergestellt. Den haben wir dann in Wuppertal in einem Laden verkauft. Und vor kurzem kam ja noch eine Anfrage von einer Frau. Da warst du ja so wahnsinnig nett. Aus Monheim, eine Frau, ich weiß gar nicht, wo Monheim ist, angefragt, ja, sie hat also zwei Waschmobile von uns und die Seifenschale, dort hat der Lack weg, ob wir noch so zwei weiße Seifenschalen hätten. Und? Dann ich natürlich sofort schauen, weiter. Und habe eigentlich nur noch schwarze gefunden und bin dann in der Spritzerei und der hat mir die angeschliffen und weiß gespritzt
und ich habe die zwei Stück, es war vor Weihnachten, ich habe ihnen ein Päckchen gemacht und der Frau geschickt. Jö. Die hat so Freude gehabt. Sehr nachher, schön. Ja, wie lange ist das her? Ja, sie hat dann noch so nett geschrieben. Ja, ja. Also sie das hat das benutzt das so lange und ist so glücklich mit dem Ding. Aber das heisst, eben wieder durch die Architektur sind wir zu einem, genau, an ein Problem gestoßen, haben etwas, ja, Neues entwickelt, ja, und das hat dann wieder diese ganze, genau, Welle von, also das war ja eine ganz lange Geschichte. Ja. Ne? Eben, das ist in den 70er Jahren. 77. Ja, 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 ja. 77, mhm, ist das gewesen. Und dann wurde das in Italien publiziert und dann hat ein Italiener, Aldo Provini, ein guter Freund jetzt von uns, der hat das in der Zeitung gesehen und ist auf die Idee gekommen. Sieh. Damals war das noch ein offener Markt. Ich könnte eine Produktion für Sanitärbereich öffnen und ist mit dem Waschmobil angefangen und hat dann immer gesagt, macht noch welche. Und dann haben wir Waschmobil und dann Waschmobil mit Tropfenschutz und dann Aquarello und dann Waschmobil-Line. Also es ging immer weiter. Also so eine ganze, also so eine ganze Familie. Eine ganze Familie, ja. Aber daneben haben die immer noch Architektur gemacht, Innenarchitektur. Ja, immer, immer. Wir hatten immer beide Themen. Ne? Jetzt. Also zum Beispiel Aldo Provini, ne, jetzt zu dem Thema. Da kam dann, der hat uns andere Firmen gesagt, nehmt Berger und Stahl für die neuen Produkte, ne? Bardelli, Runtal, Nito. Und dann haben die sich zusammengeschlossen und haben mitten in Mailand ein Showroom bauen wollen und haben uns da auch gefragt. Ne? Das war dann wieder Architektur, das war dann wieder Innenarchitektur, ja, 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 mit Umbau natürlich. Ne? Und zum Schluss kam der Alte und sagte, oh, ich kaufe mir eine neue Wohnung. Könnt ihr mir die Wohnung machen? Ne? Also so ging das. Da war auch Architektur und Design zusammen. Also das Thema Wettbewerb, man muss sich konkurrenzieren mit anderen, haben wir weniger erlebt. Sehe ich das richtig? Haben wir eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Wir hatten das Glück, ich hatte ja drei Kinder in der Zeit. Ne? Ich musste auch noch meine Kinder großziehen. Und wir konnten das so organisieren, dass das alles möglich war. Da war er auch sehr großzügig. Er hatte ja keinen Mutterschaftsurlaub. Das ging wirklich gut. Da konnte man mal sagen, jetzt machen wir das mal nicht. Und gut, gut. Habt ihr denn das Büro, ihr redet nicht mehr von euch zwei, habt ihr auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehabt? Ja, Guido, du bist dran. Bin ich jetzt dran? Ja. Ja, natürlich haben wir, also nicht am Anfang kaum. Bei McLean. Wir haben einen Mitarbeiter gehabt anfangs, mhm, zur Zeit von Waschmobil, also dort, wo wir auch noch das selber produziert haben. Mhm. Und nachher bei der Arztpraxe, wo wir auch etwa 15 gemacht haben in der ganzen Zeit, haben wir auch ein oder zwei Mitarbeiter gehabt. Und nachher bei McLean, wo das natürlich schon größere Sachen sind, in diesen Bahnhöfen, haben wir mal sieben oder acht. Mit den Sekretären, glaube ich, acht, ja, Leute, ja, ja. Und haben eigentlich ganz tolle Leute gehabt, wie der Jörg Bohner, der Thies Reber, ja. Und Moritz, ja, Moritz, der war mehr so mit, also der war selbstständig bei uns. Ne? Ja, der haben wir dann einmal, ja. Und wir dann, nach diesen grossen Sachen, haben wir dann ja angefangen, uns das Büro zu reduzieren. Und ich muss also sagen, es war ja ziemlich stressig mit den McLean in München und in Hannover und in Köln. Aber trotzdem, Herr Nixey, hast du dann noch angefangen, Schule gehen. Also du hast noch einen Lehrauftrag angenommen, ja, an der Schule, wo du auch noch dazu mal, genau, in die Schule gegangen bist. So netterweise aufgenommen wurde. Und das war ja, die Schule ist ja zwei Schritte von hier. Und da kam die Lotte Hernandez und hat eigentlich mich gefragt, ob ich Beurteilungen machen konnte. Also als Experte. Ja. Ne? So fing das an.
Und dann hat sich das irgendwie immer erweitert. Und ich weiß noch, dass damals ja das Thema war, was ist das überhaupt Innenarchitektur? Was müssen wir dafür Projekte unterrichten? Und wir sind eigentlich auf dem Thema Bau und Produkt geblieben damals. Mhm, Innenarchitektur, Architektur, Design. Und ich habe dann angefangen, auch Projekte anzubieten. Das war wirklich spannend. Zusammenarbeit, im Design habe ich das gemacht, Zusammenarbeit mit verschiedenen großen Firmen, wo wir dann Vorträge organisiert haben zum Inhalt der Projekte, wo wir die Firmen besucht haben, wo wir Dozenten dazugeholt haben, die das Thema kannten. Also das habe ich eigentlich sehr gerne gemacht. Also wirklich die Verbindung mit der Industrie. Sehr stark eigentlich denen schon geholfen, Kontakte auch zu knüpfen. Ne? USM, Vitra haben wir gehabt. Driade, das war ein ganz tolles Projekt mit den Italienern. Ne? Da haben wir von den Entwürfen von Studenten haben die in die Produktion genommen. Ah ja. Es war ganz toll mit dem. Der war völlig begeistert von der Schule für Gestaltung in Basel. Toll, toll. Und dann hast du aber auch neben Schule, du hast dann auch die Leitung übernommen. Sind das ja, richtig? Zum Schluss war das dann so, dass wir wie in einer Übergangsphase waren. Ne? Das wurde ja dann Hochschule für Gestaltung. Hieß nicht mehr FFI, sondern Hochschule für Gestaltung. Und dann sollte das ja in die Fachhochschule Nordwestschweiz übergehen. Und den Teil habe ich dann noch gemacht. Dann hat der Direktor gewechselt, das wurde ja dann der Alois Müller. Ja. Und dann sind wir angefangen mit der Produktion von Xenox. Und da habe ich gefunden, so jetzt ist auch gut, weil das war ein neuer, da nach Münchenstein, das kam dann ja alles rüber, ne? Da habe ich dann aufgehört, weil das war genau richtig. Ne? Da kam dieses neue Thema Szenografie, ne? Da kam dieser Brückner, ich glaube, das ist eine gute Sache. Ich habe das dann nicht mehr mitgekriegt, aber das ist ja das Thema für die Innenarchitektur. Was ist das überhaupt? Ne? Welche Gebiete machen die Innenarchitekten? Und mit dieser Szenografie, denke ich, haben sie jetzt einen Schwerpunkt, der wirklich für die Innenarchitekten bleibt. Ne? Weil das, was wir eigentlich gefunden haben, ist dieses Übergreifen, Raum, Produkt, Architektur, also Innenarchitektur. Und als wir anfingen damals, da war Umbauten zum Beispiel war ein Thema für Innenarchitekten. Die Architekten, die wollen alle Neubau. Und da wurde ja auch noch abgerissen, ziemlich unbedenklich. Und heute ist das anders. Heute machen die Architekten auch Innenarchitektur, also auch Umbauten, Renovierung zurecht. Und ich habe jetzt von dieser Uta Hassler, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, von einer ETH, die hat eine ganz tolle einen ganz tollen Kurs über Bauen und Erhalten. Ne? Also eigentlich könnte man sagen, das gehört in die Innenarchitektur. Ne? Aber es ist an der ETH. Ich meine, es ist super, dass sie das so macht. Und grundsätzlich ist sowieso, dass man, das ist eigentlich das Thema für Architekten und Innenarchitekten. Ne? Und durftest du heute jetzt auch noch verfolgen? Ist das heute so oder ist es zunehmend die Spezialisierung? Ich nehme an, dass es eine zunehmende Spezialisierung ist, aber ich verfolge es nicht so, ja. Nicht so stark. Ja, ja. Ich muss nur sagen, aus unserer Sicht war das einfach toll, diese Breite der Möglichkeiten, die wir hatten und immer wieder diese neuen Themen sich zu erarbeiten. Das befruchtet sich gegenseitig und das war enorm spannend. Ne? Und jetzt, wenn du vergleichst, eben andere Innenarchitekten, jüngere, wo siehst du denen ihre Chancen heute? Also ich habe da ein Riesenproblem. Wir haben ja auch, das ist uns vor allen Dingen aufgefallen bei der Apotheke. Da sagten die mir, ja nach 6 Jahren muss man alles neu machen, sonst denken die Leute, wir sind nicht mehr à jour oder was.
Und ich meine eben der Erhalt, also das ist eine Entwicklung, dass schon ganze Räume zu Wegwerfarchitektur werden. Das ist eine schwierige Entwicklung. Also die Nachhaltigkeit in der Innenarchitektur, dass das immer kürzer wird. Ja, als die das sagten bei dieser Apotheke, ja alle 6 Jahre brauchen wir ein neues Erscheinungsbild, dachte ich, das gibt's doch nicht. In Italien gibt es wunderbare Apotheken, die sind 150 Jahre alt, ne? Und werden eigentlich immer schöner. Also das ist schon ein Riesenproblem. Ich weiß nicht wie, aber man will sich ja nicht zum Handlanger von Konsum- und Wegwerfgesellschaft machen. Oder mir kommt das so zu, wir haben zum Beispiel auch eine Arztpraxis gemacht, in Liesten, ein Kinderarzt. Und nach 25 Jahren kommt er wieder zu uns und sagt, ja, jetzt ist Gott langsam ein bisschen der Lack ab, oder sagen wir die Vater, könnten die wieder das organisieren, oder das im Sommer, wenn wir zuhören, der Maler kommt und alles wieder streicht und wieder so in Ordnung bringt. Und dann sage ich, ja klar. Und dann hat er gesagt, aber nichts verändern. So lassen, wieder die gleichen Farben, wie wir ursprünglich vor 30 Jahren. Aber ist es nicht auch so, ich meine, das ist eine Arztpraxis, da kommen dann immer die gleichen Leute, dass vielleicht ein Laden anders muss auftreten, das Ladendesign irgendwie halt schon kurzlebiger ist und zu dem gehört auch eine Apotheke. Ja, ich glaube, das muss man alles neu überlegen. Also wie ist das richtig? Ne? Also wir sind ja schon verantwortlich auch für das, was wir mit dem Bauen anrichten, und wir kennen alle den CO2-Ausstoß. Da gibt es ja die Statistiken, was Bauen anrichtet, und das muss man ganz neu. Wie kann man etwas neu erscheinen lassen, ohne dass man alles abreißt. Ne, das ist ja bestimmt tolle Möglichkeiten. Also so. Also da sind wir eigentlich schon ein bisschen bei der Frage, wenn Sie Ihre Art zu arbeiten und die Gewichtung von Ihrem Projekt anschauen im Vergleich zu heute, dass sich da einfach der Verfall oder der Ruf nach Neuem stark verändert hat. Ja, das ist das Neue ist ja nicht grundsätzlich was Negatives. Ne? Also wir sind ja in der Entwicklung, es bleibt nicht so, wie es ist. Und wenn das Neue was Positives wird, ich meine, dass es da enorme Chancen gibt, jetzt ökologische Produkte zu entwickeln. Ne? Oder zum Beispiel, was ich ja gesagt habe, mit den neuen Wohnformen. Das kann etwas ganz Wichtiges sein, auch in Bezug auf Ökologie. Und so muss man mit Innenarchitektur umgehen und so muss man mit Produkten umgehen. Also da sehe ich die großen Chancen. Das ist sicher ein Riesenfeld. Ich habe jetzt gehört, was war das? Löwenzahn kann man zum Beispiel zu Gummi. Gummiartige Produkte oder gummiartiges Material entsteht daraus. Ja, toll. Ja. Ja. Nein, aber da sehe ich die Chance. Wir können nicht einfach immer weiter produzieren. Also Kreislauf, wenn das geht, ist gut. Aber da gibt es wahnsinnig viele spannende Aufgaben für Gestalter. Gibt es noch etwas, was Sie gerne würden umsetzen? Irgendein Projekt oder eine Bauaufgabe, da würden wir gerne noch mal Schub gehe, oder? Ja, was ich gesagt habe, ist schon ein Gebiet für mich, diese Wohnform. Die Wohnformen, ja. Wie das funktionieren müsste und aussehen müsste. Und bei den Projekten, ich würde am liebsten bei unseren Projekten, jetzt wo wir da so durchgegangen sind, ne, ich finde, da ist so viel Potenzial. Ich würde die jetzt alle sehr gerne unter strengen ökologischen Blickwinkeln anschauen. Ne. Redesign, aber so. Wir waren ja auch, ich meine, diese Gartenlaube mit dieser ausgeschäumten Tischfläche. Gartentisch mit dieser ausgeschäumten Tischfläche.
ist wahrscheinlich auch nicht ökologisch. Aber es ist natürlich auch noch nie so ein Thema gewesen, oder erst gekommen. Das ist erst... Damals ist das kein Thema gewesen, das ist das, das habe ich mir hier hingelegt, ne? 2012, auf der Biennale in Venedig. Reduce, Recycle. Ne? Das war damals schon wirklich ein brennendes Thema und ist heute noch brennender. Aber ganz als wir anfingen, da waren wir, da war der Markt leer. Ne? Und da waren wir, wir haben gedacht, alle warten auf unsere Produkte. Ja, aber fast, ja. Mir ist nur ein kleines Detail, als ich so ein bisschen eure Produkte durchgegangen bin, gemerkt, sie haben viel mit Keramik, mit Glas, mit Stahl, Holz. Mhm. Holz ist relativ wenig vorgekommen. Einfach noch schnell ein Einblender, warum das und wo ist das Holz zum Trägen gekommen? Guido, wir haben hier eine richtige Holzsammlung. Eigentlich ist Holz mein Lieblingsprodukt. Ich finde Holz ein bisschen also mein Lieblingsmaterial, ja. Aber bei mir hat das eigentlich schon angefangen. Aber es ist nicht, kein Vorurteil gegen das Holz. Es hat schon angefangen bei der Ausbildung. Und zwar irgendwie im zweiten Jahr oder so, ist eine Aufgabe gewesen, einen Stuhl zu machen. Natürlich das Holz. Und ich und noch Schüler, Mitschüler, haben gefunden, nein, wir machen das Stahlrohr, Stuhl, Sessel. Mhm. Und wir sind dann, es war ja nicht toll gewesen, da in der Schule, es hat ja eine Schreinerei, oder, mit der ganzen Werkstatt. Und dann ist aber neben der Kunstgewerbeschule und allgemein, es ist ja auch noch die allgemeine Gewerbeschule, dann hat es noch die Schweizerische Schlosserfachschule. Ist auch ein Gebäude nebendran. Und ich und mein Freund, der kein Holzschuh wollte, sind dort her und haben aus Stahlrohr einen Sessel gemacht. Und wie ist denn das angekommen? Ja, bei dem Lehrer, der die Aufgabe gestellt hat, gar nicht gut. Und ich habe mich da einfach widersetzt. Also ich habe einen Stahlrohrsessel gemacht mit einer Kunststoffschale. Und also Kunststoffschale, nicht so viel Möglichkeit in der Werkstatt. Aber wir haben auch einen ganz tollen Lehrer hatte, der mich dann unterstützt hat. Und dann hat man die Schale also einfach in sagen wir, zweidimensional verformt. Ja. Also so in einer Stuhlform. Mhm. Und zwar an einer PVC-Platte, eine schwarze genommen. Und er hat dann gesagt, ah, wir können das versuchen, wir können das unter der Furnierpresse aufheizen. Mhm. Und eine Holzform habe ich natürlich dann gebaut und haben dann das Ding da drin geformt. Und ist gegangen? Ja, das ist gegangen. Aha. Und es ist aber nicht, dass ich gegen das... warum ich eigentlich gegen das Holz bin, war dort, also nicht das Holz als tolles Material, sondern aus Angst. In der Werkstatt sind wir einfach die Holzmaschinen, also Hobelmaschinen, Kreissäge, die sind alle Holzbearbeitung, die man mit ganz hoher Tourenzahl machen. Und das hat mir Angst gemacht. Während dem Metallbearbeitung machen wir genau das Gegenteil. Da muss man möglichst langsam durch das Metall bearbeiten. Das finde ich jetzt so spannend. Das habe ich jetzt noch nie gemacht. Und wie hast du mit dem Holz? Ja, eigentlich ist Holz mein Lieblingsmaterial. Das sehe ich mal. Also ich zum Beispiel in meinen Häusern überall die schönen Holzböden. Es gibt nichts Schöneres als alte Holzböden. Also jetzt in dem Fall alte und auch neue Holzböden.
Und ich erinnere mich jetzt nur, ich habe ja in einer ehemaligen Pension lebe ich jetzt. Da waren so einzelne Tische, Gasttische. Und die haben wir, weißt du noch, dem großen Tisch, da haben wir die Tischblätter genommen, nur die Tage verlängert und einen neuen Tisch draus gemacht, aus dem Bestand was Neues gemacht. Und der hat so einen eigenen Ausdruck, da freue ich mich jeden Tag dran. Ne? Und das ist Holz mit dieser Struktur und mit diesen Untergestellen, die sich leicht verjüngen, die Füße. Also wir haben im Handel keine Holzmöbel gemacht. Ne? Eben eure Produkte, die Hygienesachen, ja. Das ist alles meistens aus Stahl, aus Kunststoff, aus Glas. Wir sind ja auch im Sanitärbereich gelandet. Ne? Und gut, muss dazu sagen, ja, also in dem Hygienezentrum haben wir ja zum Beispiel die Beauty-Plätze. Da haben wir. Und das Holz, also das ist es auch als warmer Werkstoff, finde ich das auch dort richtig. Mhm. Also das zum Beispiel, Rhapsody gibt es auch als Holzvariante. Mhm. Ne? Ja, ja, ja. Aber jetzt doch noch so, bevor wir ganz zum Abschluss kommen, ein sehr prägnantes Objekt, das habt ihr aus Holz gemacht. Aber ist das eure Idee gewesen? Genau, nimm es noch zu dir. Oder ist das eine Vorgabe gewesen? Das hier? Ja, genau. Aha, das haben wir aus Holz gemacht. Ja, genau. Ja, das ist ja dieser Auftraggeber, mit dem wir schon so lange zusammenarbeiten. Und der kam und sagte, wir haben eine große Wiese, wo die Gläubigen sitzen sollen, wo wir einen Platz brauchen für die Gläubigen. Und ich weiß nicht, wie das dann kam, auf jeden Fall. Sag noch schnell, der Anlass ist was gewesen? Der Papstbesuch in Freiburg, im Breisgau. Ja? Und zwar ist das die Wiese, Freiburg hätte einen kleinen Flugplatz, so einen Sportflugplatz, und das ist die große Wiese da gewesen. Und wann war das? Gewesen? Mir ist das nicht so ein Event, das mir gerade in Erinnerung ist. Das ist so, na, gucken, das steht das da ja drin. Und dann kamen die und dann haben wir, glaube ich, zusammen überlegt, ja, es muss ja einfach sein. Weil ne? Das Freiburg ist in der Nähe vom Schwarzwald, da gibt es Bäume. Und dann ist das so entstanden und wir haben die Proportionen und das Untergestell und den Text haben die uns gegeben, wo Gott ist, da ist Zukunft. Und was ist nachher, ich meine, Holz ist ja immer ein Material, wo man sagt, wunderbar, kann man das recyceln, wiederverwenden. Was ist denn mit den hunderten Tausenden von Bänken passiert? Ja, die sind überall verkauft worden anschließend. Die sind nummeriert worden, dann nachher noch das mit dem Gesegnet vom Papst und sind nachher teuer verkauft worden. Alle und Kirchen die Leute in der haben sich darum gerissen und jede Stück damit. Jedes Dorf hat wieder einen Papstpark. Ja. Einfach noch ein bisschen zum Abschluss unseres Gesprächs. Ihr habt so verschiedene Seiten, eure Stränge, eure Fäden, die sich da gezogen haben vom kleinen Produkt oder von dem Umbau zu einem Produkt, zu einer Produktkette. Was macht für euch die Innenarchitektur aus? Was ist Qualität? Was ist gute Innenarchitektur? Ja, das ist ja so eine große, große Frage. Also man kann ja das ganz Normale sagen. Also ich habe eigentlich jetzt gefunden, Innenarchitektur kann auch nur noch unter diesem Blickwinkel Nachhaltigkeit, Ökologie passieren und bietet ein Riesenfeld an Möglichkeiten. Und sonst ist eine gute Innenarchitektur so, dass die Leute glücklich werden in ihren Häusern, dass sie dass die Räume sie also sensibel sind für die Leute, dass sie wohltun. Ja, die klassischen, also perfekte Grundrisse, lichtdurchflutete Räume, sowas wissen wir ja eigentlich alle. Also wenn unsere Kunden dann kamen und sagten, ich liebe jedes Detail in diesem Haus, dann habe ich das Gefühl gehabt, oh, da haben wir es
vielleicht richtig gemacht. Richtig gemacht. Ja. Guido, hast du noch etwas dazu? Nein, ich habe nicht. Ich habe nicht gesagt. Wunderbar, dann danke ich euch ganz herzlich für das interessante Gespräch. Ja, für die guten Fragen bedanken wir uns. Ihr habt uns so viel wieder mobilisiert von unserem aufgeweckt von unserer ganzen Geschichte. Das war für uns ganz, hätten wir ja nie gemacht, uns nochmal so mit diesem ganzen Strang an Entwicklungen zu beschäftigen. Das war richtig toll. Wir sind ja leider wahrscheinlich kurz vorm Ende.